Wo geht's jetzt erstmal hin? Ist was für kleine Mädchen. So, jetzt haben wir auch endlich Feierabend, ne? Ja, oh, weißt du was, Selene? Ich muss mir ein schönes Buch ausprobieren. Ein bisschen was. Hast du nichts mehr? Nee, was Spannendes. Ich höre ja die Hörbücher, aber abends im Bett habe ich nichts. Du, ich habe immer noch, das wirst du wahrscheinlich nicht glauben, ne? Ja. Was ich immer noch auf dem Bett liegen habe, also oben auf dem Bett, ne? Ja, ich weiß. Was denn? Von hier, Fitzek. Oder Strobel. Von Strobel. Das Dorf habe ich immer noch nicht durch. Immer noch nicht? Nee. Bin ich auch ein Klüngelmoos, ne? Mhm. Aber ich, abends, ich bin so müde, ich lese eine Seite, ne? Und dann bin ich weg. Also dann fallen mir die Augen zu. Ja. Was? Das ist, könnte was sein. Und wieso ist das hier so abgeribbelt? Oder ist das so? Das ist so. Achso. Oh. Was ist das denn? Charlotte Lenk habe ich bestimmt schon. Oh! Hm? Das kenne ich gar nicht. Von Charlotte Lenk? Das ist die? Ich wusste gar nicht, wie die aussieht. Nee, das ist die nicht. Das ist die nicht. Die sieht anders aus. Gearbeitet. Und sie kannte mich noch, ne? Ja, aber ihr habt ja gar nicht viel geredet. Nee, ich habe mit der auch nicht so viel zu tun gehabt. Aber wir waren hier zusammen in einer Abteilung. Ich war hier auf dieser Seite. Hier habe ich mal gearbeitet. Und sie war nämlich da hinten bei Bettwäsche. Da war hinten noch die Bettwäsche. Ja, genau. Das aus. Wieso läuft das denn so lange? Stehen hier jetzt seit 10 Minuten und der Wasserhahn ging nicht aus. Aber jetzt ist er aus, ne? Du, hier findest du keine normalen Spaghetti. Wir sind hier gerade im Biomarkt. Und ich habe gerade schon gesagt, die Verkäufer, die sehen das doch schon an uns, dass wir keine Bio-Leute sind, oder? Wahrscheinlich. Das riecht hier auch schon so biomäßig. Guck, da haben wir schon. Was? Oder? Ja, das ist auch so ein bisschen was Papier. Mama. Hackfleisch, 3 Euro. So ein kleines Paket. Und nee, ich muss komm, das, wir halten das bei Netto an. Ich muss das Doppelte haben, weil Papa ja mit ist. Ja. Nee, komm, wir halten gleich immer schnell bei Netto an. Oder bei Lidl, dann gehe ich bei Action rein. Ja. Hol mir schnell meine Teelichter. Und was nehme ich jetzt mit? Ich muss am Ende. Das ist auch so blöd, ne? Wieso? Wenn man hier so raus. Wieso das? Ich habe Senf mitgebracht. Kräutersenf, hast du den schon mal gehabt? Mm-mm. Der ist lecker. Hier? Ganz mild. Nee, von Kommi. So schön cremig. Ganz lecker. Haben die denn hier... Haben die denn keine Nudeln? Also ich meine jetzt... Ja, hier. Ja, kannst du ja mal gucken, was Nudeln hier kosten. Hier, das sind ja normal... Nee, die haben ja keine normalen. Hier, doch hier. 1,99. Nee, komm. 1,49. Hol die lieber von Dings eben. Du. Ja, aber die kann ich ja auch nicht ruhig mitnehmen. Extra dünn? Nee, nicht extra dünn. Interessant ist das, wirklich. Ich fühle mich hier ein bisschen fehl am Platz. Nein, ich habe nichts gegen Bio. Nicht, dass hier Zuschauer sind, die nur sich von Bio und so ernähren, ne? Finde ich nicht schlimm, aber ich selber, mir wäre das zu teuer. Ich meine das jetzt wegen dem Preis also und so, ne? Das kannst du als normaler Verdiener. Wie kommen wir da jetzt raus aus dieser Situation? Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich sag mal, du kannst... Nee, wenn du dir nur ab und zu was holst, das bringt auch nichts. Aber gesünder ist es ja, ist ja klar. Nicht unbedingt. Nee? Nicht unbedingt. Jetzt mal Bio drauf und du weißt nicht, ob da Bio drin ist. Doch, das glaube ich schon. So verbringt er sein Feierabend, ne? Manu, ne? Ja, Feierabend ist es eigentlich auch nicht, ne? Jetzt wird gleich weiter am Pool gearbeitet. Das ist genau so. Er kann sich da genauso lange aufhalten, wie wir uns bei DM oder Rossmann oder Müller. Ne? Ja. So hat er das hier in seinem Baumarkt-Shop. Tom. Tom. Dings der Bumster. Aber dafür kriegen wir auch ja was Schönes. Mhm. Aber er kann auch nie lange sitzen oder so. Er muss immer was zu tun haben. Mhm. Man sollte ja meinen, weil er jetzt ja... Ne, ein bisschen korpulenter ist, dass er mehr so darauf bedacht ist,
sich wenig zu bewegen, ne? Ja, aber es ist überhaupt nicht aber so. Aber ist bei ihm ja das Gegenteil, ne? Ja, das hat mal ein Arzt zu ihm gesagt letztes Jahr. Hat ein Arzt zu ihm gesagt, er wundert sich, dass Manuel sich so schnell bewegen kann. Ja. Jetzt war ich noch behämmerter sind als bei uns. Boah. Wieso? Wo ist mein Schlüssel? Wieso? Wieso dein Schlüssel? Mein Schlüssel. Den hast du mitgenommen. Habe ich mitgenommen? Ja. Abgezogen. Steckt mir hier in der vollen Tasche. Mach keinen Scheiß, Manuel. Oh. Hast du denn jetzt alles bekommen, was du brauchst? Ja. Teuerste Ach ja, es Öl. Ist mittlerweile 18.15 Uhr. Nur mal 18 kurz, 18. Nur mal kurz zur Information. Was? Nein. Es haben sich Leute beschwert, dass die Zeiten nicht angegeben werden. Welche Leute haben mich beschwert? Habe ich Nachrichten bekommen. Leute. Weil wir immer so viele rumlungern. Ja, die meinen, dass wir nicht arbeiten. Ach so, meinst du das? Ja. Schwell vom Kopf, du. Ja. Oh. Und dann sind da, ich brauche dir noch 6 Bretter nach und stehen da 9 Bretter. Ja. Und von den 9 sind 3 angerissen in einem Einwandlöcher. Und wie viel musstest du? 6. Ja, und passte ja. Genau. Jetzt stehen noch 3 kaputte Bretter. Ich habe genau noch die erwischt, die gut waren. Musstest du die auch noch alle nachgucken? Ja, die musst du alle einmal kontrollieren, weil ja, die sind ja alle sichtbar. Ja, letztes Mal auch. Und letztes Mal mussten wir noch mehr haben. Da musste ich jedes Stück Holz einzeln nachgucken. Da mussten wir 16 Stück haben, 26. Ne? 26 Stück. Und dann musste ich hatte die Aufgabe, jedes Stück Holz nachzugucken, ob da irgendwelche Risse drin sind oder Löcher. Wolltest du jetzt hier zu Aldi oder wo wolltest du hin? Mir ist das egal. Ist denn wir das wo willst du hin? Ja, dann würde ich mir hier jetzt schnell Gehacktes holen. Ja, sie brauchen nämlich Hack, weil wegen Hacks, ne? Wegen dem Hack-Hack. Wegen Hack. Haben die Bolognese? Wegen Hack. Nee. Tüten meinst du? Nee. Bolognese? Nee. Die hättest du bestimmt im Biomarkt bekommen. Ja. Maggi-Tüten. Bionese. Sonst gehen wir netto bei uns. Dann flitze ich da schnell rein. Bei uns? Bei unseren? Bei uns. Lass mal netto bei unseren gehen. Ja. Da kennen die dich auch. Und da wirst du entsprechend ja begrüßt. Ja. Frau Douglas! Party! Let the party start it. Das teuerste war jetzt das Terrassenöl. Was hat das denn gekostet? 11 Euro die kleine Dose. 11,95 Euro. Wofür muss gebraucht werden? Dass dies nochmal eingewitschert wird. Ja. Und dann hatte ich erst so lustige kleine Lampen, die man da drunter kleben kann. Mhm. Aber das habe ich dann gelassen. Die sollten 15 Euro und kosten. Da hatte ich keinen Bock drauf. Aber du standst ja schon vor. Ich hatte die auch so in der Hand und habe mir die so angeguckt und habe mir überlegt, wo kann ich die hinmachen? Mhm. Und habe mir dann wieder überlegt, da muss ich wieder als alte Frau lange für stricken. Für 15 Euro beim heutigen Mindestlohn hätte ich dafür 10 Stunden stricken müssen. Brille hinaus. Mit der Brille auf der Nase sieht sie aus wie ein Osterhase. Du auch. Scheiße, das ging mal besser. Irgendwie ging das mal besser. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja, an die Nase, die wird uns immer verfolgen. Die Nase. Oh nee, was ist der das? Vater. Was ist das Auto dreckig? Ja, dann mach das doch mal sauber. I have no time. Ja, aber das ist drin. Das ist hier im Auto. Not in this life. Oh, ich bin so schlecht in Englisch. Ich kann echt Englisch. Ich kann echt nur Schulenglisch. So Französisch was, kannst du auch nicht. Ich kann echt nur so ein richtiges Schulenglisch. So nee, wie, auch das nee, kannst du nicht. Kurz ruhig, hier. So wie Tisch. Table. Ja, das ist aber, du kriegst ja keinen ganzen Satz hin, das ist ja das Problem. Regenschirm, Umbrella. Ich kann nur Vokabeln. Ich kann nur Vokabeln. Ja, ich kann ja, keine genau. Sätze sprechen. Biene kann eine Menge Und wenn Vokabeln. Ich Sätze spreche in Englisch, dann klingt das so, dann übersetze ich das 1:1 so. Hier sind die Pizzeria. Du hast keine. Das meint die. Nee, du kannst keine Grammatik, das ist dein Problem. Du hast. Wenn ich jetzt sage, heute ist ein schöner Tag, dann sage ich, today it's a, it's a nice day. It's a fine day oder so. Und mal, die Satzstellung ist ja eigentlich ganz. Die ist Polizei. Ja, die ist Polizei. Die ist ja höchstens 13. 15. Oh, oder Praktikantin. Ja, ach, der so, deswegen hatte sie auch so eine komische Weste an. Ja. Das nee, ist bestimmt eine Polizeipraktikantin. Genau. Nee, aber zum Beispiel solche Sätze. Ja, wenn du jetzt zu mir sagen würdest, what a nice day.
Dann würde ich das übersetzen, was für ein schöner Tag. Ja, das ist ja auch korrekt. Ich würde das verstehen. Das ist noch richtig, aber es gibt ja längere Sätze. Da sind, pass die, auf. Hab ich gesehen. Dass die Satzstimme so, das, anders, ne? Ich muss jetzt pass auf sagen, tut ja, mir leid. Hab ich doch gesehen. Hab ich doch gesehen. Ja, wissen wir wohl. Ja. Ja, rutscht so raus, tut mir leid. Ja, weil er auch so ein bisschen aufgeregt ist und weil er da... Ja, er will schnell was? In seinem Pool hin, ne? Du hast das da alles zusammengesucht und hast sicher gedacht, auch die armen Mädchen fahren da im Auto. Nee, ich hab nur gedacht, Hauptsache machen sie den Wagen nicht an, um die Klimaanlage laufen zu lassen, das kostet Brett. Nee, ich saß die ganze Zeit im warmen Auto, Mama war draußen, weil ich mag das gerne so muckelig warm. Das war so stickig hier. Ich durfte kein Fenster aufmachen, ich durfte keine Tür aufmachen. Da musste ich mich ja notgedrungen. Nee, jetzt hast du hier Dings an. Jetzt kann ich das wohl. Jetzt zieht das ja auch für ich finde das sehr schön. Für mich wäre ja, auch so ein Urlaub in Ägypten oder in Dubai wäre so ein Urlaub für mich ideal. Nee, ich kann das nicht. Ja, wenn ich nichts tun muss. Mhm. So viel immer dazu, ne? Ich kann Hitze so gut ab. Keine Luft mehr drin. Und sie sitzt hier. Macht mir nicht so aus. Verzieht keine Miene. Nee. Nee. Macht mir nicht so aus. Ich kann es nicht. Da haben wir schon wärmer gelebt. Wollen wir mal nach Dubai? Ja, möchte ich wohl. Du kannst ihn auch für alles begeistern. Aber ja. Dubai ist teures Pflaster. Du kriegst da ja nicht irgendwie All-Inclusive oder was. Du kriegst echt immer nur mit Frühstück. Und dann muss ich ja immer 10 Meter hinter dir laufen, ne? Du hörst ihm zu. Drei. Könnt ihr nicht euch ein bisschen mit Geissens anfreunden? Nee. Weil die gehen viele Ständchen. Nee, die mag ich nicht. Nein, die mag ich nicht. Nee, nur mit zum Zweck machen. Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee. Schade. Wenn ich jemanden nicht mag, dann mag ich den nicht. Auch nicht. Und dann lasse ich denen das auch genau wissen. Und wenn... Danke. Und wenn Robert, wenn der jetzt sagt... Robert. Da sitzt ein Falke, guck mal, so. Da oben auf dem Schild. Oh ja. Was war das? Ein Falke. Und wenn Robert jetzt sagt, Mensch... Du bist ein toller Typ, Manuel. Komm, du kommst mit bei uns auf die Yacht, du kannst da ein bisschen was machen. Nein, die sind hinterfotzig. Ja, ist doch scheißegal. Nee. Nee, das sind Menschen, die... Was haben die denn gemacht? Die sind so von der Art her... Mit denen bist du schön, solange die was von dir haben oder was von dir wollen. Und hintenrum rammen sie dir ein Messer rein. Das sind solche. Nee. Meinst du, dass Carmen und Robert so sind? Ich glaube sogar Carmen ist noch schlimmer als Robert. Ich glaube, wenn du Carmen zum Freund hast, da brauchst du keine Feinde. Okay. Wo tun wir die denn hin, drei Stück? Frechheit. Zum Geburtstag. Du hast ja bald hier mit, ne? Ja. Einhorn. Total hässlich, ne? Hier, oder? Kannst du auch hier als Treckerfahrer kannst du auch so eine Umbro-Jogginghose anziehen. Ich trage nur Jogging genau. Treckerfahrer. Was ist das hier? Tintenfische? Das sind Tintenfische, Baby-Tintenfische. Wer ist denn sowas? Ja, es gibt ja Menschen, die müssen das essen, ne? Weil sonst wird ja keiner verkaufen. Und wieso steht das jetzt hier drin, ne? Wie essen die das denn? So roh? Und wobei? Einfach so. Oh. Hallo. Hallo, Gnomio. Hallo, Gnomio. Gnomio. Hallo, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Was machen Sie damit? Bart. Was? Was würde ich kaufen? Früher hätte ich die gekauft, aber ich finde die auch immer noch gut. Ja, ich auch. Mama, kannst du noch eben schnell hier zum Laden gehen und mir eine neue Kelly Family bestellen? Ja. Du, guck eben. Jetzt gibt's die in schwarz. Ja, das sind die ich meinte. Aber die sind einzeln. Ja, einzeln habe ich auch. 7,99. Ach so, und die anderen haben 10 Euro, ne? Du, und zwei Stück. Nee, das sind 2 in 8. Ach, das habe ich nicht. Ah, genau. Diese, wie funktioniert das denn? Das sind zwei dann drückst du, da oben steht Salz und da steht Pfeffer. Oh, das ist cool. Krass. Und dann drückst du da drauf oder? Weil ehrlich gesagt, die Lilane mache ich nicht. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss in die Garage gehen. Ja, bitte? Wo ist der Kaffee? Weiß ich nicht. Warte, ich muss eben überlegen. Läuft da, pass auf, läuft da. Jetzt ist er weg, muss 9 machen. Nee, jetzt ist er weg, hast du recht gehabt. Muss 9 machen. Erzähl mir, wo mein Anschlagwinkel ist. Was für ein Tier? Ist eine kleine Marlene auch da? Gerade war sie nicht da. Die kommt bestimmt gleich, wenn du draußen wieder bist. Ne? Mein Anschlagwinkel, da ist aber auch der Kleine. Der Große ist draußen. Sieht jetzt richtig schön warm aus, als ob man jetzt so reinspringen könnte, 15 oder? 15 Grad. Ich denke mir so kalt. Zeig mal dein tolles Einhorn. Was? Ach ja, hier sieht das schon mal. Hier sieht es schon mal so aus. Das ist natürlich noch nicht fertig. Das kommt ja alles noch zu. Dann kommt hier noch alles. Wird das alles noch.
wie nennt man das, mit Holz verkleidet. Nennt man das so? Mhm. Was sind denn die weißen Stücke hier drauf? Blütenpollen. Oh nee, ist die Cola da immer noch drin? Hab ich den gerade reingetan. Sowas bekommt man dann von seinen Arbeitskollegen geschenkt, ne? Mhm. Weil sie ja weiß, dass wir Einhörner so sehr lieben. Über alles. Mhm. Es nimmt langsam Form an, ne? Ja. Schön. Langsam wird's. Kleine Marlene, wo bist du? Kleine Marlene. Und was ist das da in der Ecke? Meine Poolheizung. Ach so. Die sieht ja sehr professionell aus. Die, was meinst du denn? Da kannst du sogar Schnaps mitbrennen, so gut ist die Spirale. Mm. Da kommt der Brenner rein. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Da kommt nachher der Brenner rein. Nachher sitzt man da drin und kriegt einen Stromschlag, kann das sein? Aus diesem Grund darfst du ja nicht in den Pool, solange die Heizung läuft. Du verstehst? Manuel, das ist mir alles ein bisschen zu gefährlich, ne? Du verstehst das? Stell dir mal vor, du hast das Ding an und auf einmal kommen hier Kinder nach hinten. Punkt 1, was haben Kinder hier hinten zu suchen? Ich sag dir... Punkt 1, was haben Kinder hier hinten zu suchen? Was Punkt haben Kinder hier zu suchen? Ich... Punkt 2, läuft das Ding ja nicht unbeaufsichtigt. Das ist ja nur um den Pool... Hallo, ihr beiden Meisen. Ja. Na, guck schnell. Oh, haben sich geküsst. Haben sie sich geküsst. Hat er ihr was gebracht? Jetzt guckt sie schnell. Ja. Und schwupps ist sie gleich wieder in ihrem Häuschen. Nee, jetzt sucht sie selber was. Nee, ihr wisst ja, wie das hier aussieht. Hier ist ja der Teich und ich hatte mal frei. Und da stand ja kein Auto vorne, weil Manuel war ja zur Arbeit. Und da haben die Kinder gedacht, dass hier keiner zu Hause ist. Und dann sind die hinten durch die Tür und laufen hier zum Teich und schmeißen die ganze Zeit Steine in den Teich. Ich bin ja bald wahnsinnig geworden und deswegen meine ich das. Stell dir mal vor, da fällt ein Kind rein und das ertrinkt. Dann sind wir trotz allem schuld, auch wenn die Tür zu ist. Nein. Meinst du nicht? Nein. Hier hinten ist alles eingezäunt und befriedet. Hier hat keiner was zu suchen. Hier ist wirklich alles zu. Vorne ist ein Zaun. An der Seite ist die Tür. Die Tür ist zwar offen für den Postboten, aber das heißt ja nicht, dass Kinder hier dann herlaufen dürfen, oder? Wie ist das da rechtlich? Rechtlich ist das so, dass wenn das hier alles abgezäunt ist, ist es abgezäunt. Und am abgezäunten Grund und Boden hat keiner was verloren. Das nennt man befriedet. Ja, aber Kinder haben ja keine Ahnung davon. Die laufen da einfach hin und die sehen den Teich oder hören den Teich und wollen dann dahin. Ja, Eltern haften für ihre Kinder. Und hier kommt eine kleine Klapptür rein. Klapptür? So eine kleine Tür. Da kann man sich dann umziehen oder was? Genau, das ist die Umkleidekabine. Mhm. Du bist so süß, ne? Eigentlich könnte man ja, hier drinnen ist das ja... Ach doch, hier drin ist ja auch Wasser. Ich wollte gerade sagen, dann könnte man eigentlich die Kamera da reinlegen und hätte Unterwasseraufnahmen. Ha, 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 ha. Bin schlau, ne? Sehr schlau. Mhm. Nur nicht sehr schlau, wenn da Wasser drin ist. Ne? Aber hier, der Skimmer, fischt die ganzen weißen Dinger schon raus. Hier ist schon alles voll. Ach so, der fischt die schon raus? Ja. Ey, wollen wir eine Wette machen? Nee. Was wollen wir machen? Kniffel spielen? Wer verliert, muss hier reinspringen. Dann verlierst du. Nee. Mhm. Meinst du? Mhm. Ja, weil du dann betrügst, ne? Natürlich betrüge ich dann. Ich betrüge immer. Das darf man auch gar nicht gesundheitlich, oder? Natürlich. Was hat 15 Grad? Boah, ist so kalt ist es nicht. Arschkalt. Shit. Krieg ich den scheiß Stuhl jetzt hier hoch? Boah, was nackt. Scheiß Stuhl hier oben habe.
Ihr seht richtig, ich habe ein Sportshirt an. Guckt es euch genau an, denn das werdet ihr an mir nicht oft sehen. Nein, Quatsch, ich muss jetzt wirklich aufs Fitnessgerät, denn ich war letzte Woche dreimal drauf und habe in der Woche 1,2 Kilo abgenommen. Und ist ja eigentlich klar, wenn man mehr Sport macht, dass man schneller abnimmt, ne? Weil die Woche davor habe ich gar nichts gemacht, nur auf die Ernährung geachtet und habe nur 200 Gramm abgenommen. Und das ist mir zu wenig. Also ich habe gesagt, mindestens 500 Gramm die Woche möchte ich schaffen. Und da war ich natürlich mega stolz in der Woche, wo ich das geschafft habe. Deswegen versuche ich jetzt, das so gut wie möglich hinzubekommen, auch jetzt nach Feierabend noch. Es ist nämlich jetzt schon wieder 8:30. Und deswegen möchte ich mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden und Tschüss sagen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zugucken und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es euch gemütlich und tschüss!